Ja, also beim Nachhaltigkeitsspieltag geht es darum, dass wir für die Frauenbundesliga und für die dritte Liga zum ersten Mal Nachhaltigkeitskriterien haben. Beim Nachhaltigkeitsspieltag gibt uns das die Möglichkeit, erstmal zu wissen, wo genau jeder Verein steht in Bezug auf diese Kriterien und was noch zu tun ist. Ja, also die Frage bekomme ich sehr oft und ich habe gefühlt nie eine gute Antwort. Außer, ja, ich bin einfach früher als Kind immer in der Natur gewesen, in den Bergen, im Wald, was auch immer. Und dann, wenn man sich wirklich Gedanken macht und denkt, okay, irgendwann werden die Kinder oder unsere Jugend dann nicht mehr diese Chance haben oder so eine Kindheit haben, dann ist es schon traurig und da haben wir irgendwie alle eine Verantwortung, etwas zu machen. Ja, Fußball, also Sport generell. Fußball ist ja die größte Sportart. Kann Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen zusammenbringen. Als Fußballspieler hat man auch mittlerweile eine größere Reichweite mit den ganzen sozialen Medien. Als Fußballverein hat man schon immer eine große Reichweite gehabt. Und ich bin ein großer Fan davon, wie können wir die Jugend oder die Kinder von heute davon überzeugen, irgendwann in dem Fall nachhaltig zu leben. Ich sehe einfach vom DFB Vereine, Spieler so eine Kraft, die wir auf jeden Fall nutzen müssen und die jetzt auf jeden Fall durch verschiedene Aktionen von der DFL, vom DFB, die jetzt weiterkommen. Wir sind viel weiter als vor 20 Jahren und das wird auch diese Entwicklung wird weiter so positiv aussehen, denke ich.